Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Transport Fever Schönbau, hier im fiktiven Rosenstein. Der Name lässt vielleicht schon erahnen, damals hatte ich mich so ein bisschen, zumindest was das Layout vom Bahnhof und dem ganzen Gleisbereich drumherum angeht, so ein bisschen an Rosenheim irritiert. Ich denke mal, das hat sogar so einen minimalen Wiedererkennungswert, dürfte das Ganze haben. Und wir sind weiterhin damit beschäftigt, uns Richtung Karlsberg runterzubasteln. Immer schön an den Hauptstrecken entlang. Ja, und entlang der Strecke habe ich eben dann noch einige Dinge entstehen lassen. Ich habe es dabei nicht allzu sehr übertrieben, also alles relativ simpel gehalten. Einfach verschiedene Szenerien, alles was mir so spontan in den Sinn kam. Hier dieses kleine Betriebswerk mit dem Ringlokschuppen habe ich nochmal ein bisschen überarbeitet. Viel noch mit Texturen gearbeitet, wie man sehen kann. Ich habe auch in der Zwischenzeit hier noch einige Häuser dazugestellt. Hier, das soll nochmal so ein kleiner Wertstoff- oder Recyclinghof werden. Die Baustelle haben wir ja gerade schon gesehen. Aber ich werde es bei all diesen kleinen Basteleien entlang der Strecke jetzt nicht zu sehr übertreiben. Ich will einfach nicht so wahnsinnig viel Zeit verlieren. Also alles relativ simpel gehalten. Ausbauen kann ich das Ganze immer noch, aber ich möchte primär erstmal wirklich bis Karlsberg runterkommen. So, das möchte ich über die Bühne bringen. Bevor ich mich dann wieder anderen Bauprojekten widme. So, verschiedene Fahrzeuge verteilt. Die bringen hier gerade alle ihren Schrott an. Personenassets natürlich noch dazugestellt. Die ein oder andere Baumaschine. Ja, das ist ja einfach nur so das lose Thema Recyclinghof. Das könnte auch irgendwie noch vielleicht ein Bauhof sein, gleichzeitig oder wie auch immer. Einfach nur das grobe Thema. So, ein weiteres Überwerfungsbauwerk wird noch fertiggestellt. Wie üblich mit der Brücken- und Dammbau-Mod aus Joe Freeds Modbox. Alles schön verkleidet. Damit das Ganze auch noch was ausschaut. Ist halt immer ein bisschen mühsam, dann immer die richtigen Winkel zu finden hier bei den Steigungen und Gefällen. Bei diesen Rampen. Aber geht schon, mit ein bisschen Routine geht das auch eigentlich alles relativ flott von der Hand. Mittlerweile. Hat auch eine ganze Weile gebraucht. Da habe ich ganz schön geflucht am Anfang, also... Weil ich das nicht so wirklich kapiert habe, was das überhaupt für einen Sinn hat, dass hier überall die Neigungen mit eingebaut sind. Und jetzt weiß ich, warum das so ist. So, hier auch nochmal so eine simple Brücke drüber gezogen im Eigenbau. Habe ich dann im Nachhinein auch nochmal so ein bisschen ausgebessert, weil hier halt auch die ganzen Winkel nicht wirklich gepasst haben. Konnte man gerade ganz gut erkennen. Und weitere Forstwege habe ich ja letzte Folge schon erwähnt. Finde ich realistisch und sieht auch einfach ganz nett aus. Wenn die Wälder da nicht einfach nur so rumstehen in der Gegend quasi, sondern halt wirklich da auch überall ein paar Wege durchführen. Die eine oder andere Lichtung kann man immer noch ganz gut reinschlagen. Mal einen kleinen Weiher noch hinzufügen. Habe ich jetzt aber alles nicht gemacht an der Stelle. Einfach nur die Wälder gepflanzt und ein Netzweg aus Forstwegen hinzugefügt. So, mit den Feldern habe ich natürlich auch wieder eine ganze Menge getan. Schön die größeren Bereiche zwischendrin gefüllt. Und hier hat man jetzt auch ganz gut gesehen, hier war ich jetzt im Planen-Modus und habe das Ganze konfiguriert und musste halt jedes Mal ein bisschen warten. Deswegen besser ist es, diese ganzen Einstellungen einfach in diesem Pflanzmodus vorzunehmen. Habe ich offensichtlich noch nicht rausgefunden gehabt, als diese Zeitraffer entstanden ist. Aber echt eine schöne Geschichte mit dem Update, mit diesen Zäunen außenrum. Das ist halt wieder ein Arbeitsschritt, der einfach wegfällt. Muss man nicht mehr manuell machen. Das ist schon wirklich eine richtig feine Geschichte. So, mehr Obstplantagen, mehr Felder und mehr Bäume.
Ach ja, was ich gar nicht erwähnt habe, es gibt auch wieder ein neues Savegame. Einfach in die Videobeschreibung schauen, da ist das verlinkt. Allerdings befürchte ich, dass man das mittlerweile wirklich gar nicht mehr zum Laufen bekommt. Ich habe ja auch dieses Signalscript mit an Bord für die ÖBB-Signale. Nicht für die Signale, sondern für die Oberleistungsmasten. Und ich vermute mal, dass das Savegame ohne das Ding gar nicht laufen wird. Ist meine Vermutung. Probiert es gerne aus, das ist ja ohnehin schon schwer genug. Ich weiß, es gibt ein paar Leute, die haben es zum Laufen gebracht, aber mittlerweile... Also da werde ich mir für die nächste Staffel auf jeden Fall ein bisschen was anderes überlegen. Da ist schon so ein bisschen der Plan, zumindest, sagen wir so, in den ersten 10 Folgen halt noch nicht so wahnsinnig viele Mods dazuzunehmen, sondern wirklich nur das Nötigste, was man halt so zum Basteln braucht. Ich werde ja sowieso eine ganze Weile erstmal nur Bahnanlagen verlegen, Straßen setzen, schon mal so die ersten Gebäude. Und dafür braucht man ja nicht so wahnsinnig viel. Da muss jetzt noch nicht alles dabei sein, was man so braucht, um dann wirklich ins Detail zu gehen. Also halt wirklich zumindest mal eine ganze Weile mit möglichst wenigen Mods arbeiten, damit ihr schon mal zumindest die Chance habt, halt das zum Laufen zu bekommen, wenn halt so die grobe Arbeit an den Gleisanlagen und so weiter vollbracht ist. Also ich habe das auf jeden Fall im Hinterkopf und werde mir Mühe geben, das in der nächsten Staffel alles ein bisschen, ja, praktischer zu gestalten. So, aber das ist natürlich alles noch Zukunftsmusik. Wir sind immer noch hier unterwegs auf der deutsch-österreichischen Karte und setzen weitere Felder. Felder und Wälder. Ja, das ist schon echt eine super Mod. Also alle beide, der Förster und der Farmer, das sind echt hervorragende Mods, die einem echt eine ganze Menge Zeit sparen. Wenn man sich überlegt, auf der Münchenkarte habe ich wirklich alle Bäume noch per Hand gesetzt. Alle. Das war der pure Wahnsinn. Da bin ich manchmal echt eine Stunde dran gesessen und habe nur verdammte Bäume gepflanzt. Aber das ist natürlich auch schon eine ganze Weile her. So, Feldwege komplettieren die ganze Geschichte dann immer noch schön entlang der Felder. Und auch da hätte ich jetzt natürlich noch die Möglichkeit, da irgendwie ein paar Traktoren durch die Gegend fahren zu lassen. Vielleicht mache ich das auch noch an der Stelle. Ist ja alles relativ simpel zu lösen. Einfach mit einer unsichtbaren Haltestelle und mit Wegpunkten arbeiten. Dann kann man da schön noch ein paar Traktoren in der Gegend rumfahren lassen. So, da ist auch nochmal so ein kleiner Bauernhof entstanden. Auch eine recht simple Nummer. Und dann ist die Timelapse auch schon wieder auf der Zielgeraden. Und wir gehen natürlich nochmal in-game. Viele Sachen sind rausgeflogen aus der Zeitraffer. Und Kameratool-Aufnahmen habe ich auch wieder einige vorbereitet. So, dann schauen wir mal auf die Karte. So, ziemlich genau hier habe ich angesetzt und habe mich auch noch in der Zwischenzeit ein bisschen mehr um die Bahnanlagen gekümmert hier. Habe unter anderem auch hier mal die Baureihe 442, die Hamsterbacke, auf die Anlage gebracht. Ich muss zu meiner Schande gestehen, die habe ich bislang noch überhaupt nicht im Einsatz gehabt. Ich habe sie jetzt hier zumindest schon mal abgestellt und ich denke mal, irgendwo werde ich dann auch noch im Regionalverkehr eine nette kleine Linie finden, wo ich die dann auch noch durch die Gegend fahren lassen kann. Dann habe ich hier in diesem ganzen Bereich so ein bisschen im Deko-Bereich gebastelt. Hier sind noch einige Achszähler dazugekommen. Den einen oder anderen Kabelkanal habe ich hier nochmal reingezogen. Und das ist eben jetzt dieses fiktive Rosenstein. Ich lasse das mal kurz so ein bisschen im Bild stehen. Wenn ihr euch Rosenheim anschaut, einfach den Bahnhof in Rosenheim
Also zumindest das grobe Layout sollte man wiedererkennen. Da habe ich mich schon einigermaßen so ein bisschen an der Realität orientiert. Da, also in der Realität wäre das, glaube ich, Richtung München. Ja, und in die andere Richtung, halt Richtung Österreich. Ich habe es halt quasi umgedreht. Aber ist ja auch egal. Ist ja alles nur fiktiv. Ja, ein paar Sachen sind hier noch dazugekommen mit ja, nicht allzu hohem Detailgrad. Ihr seht schon, ich habe einfach noch ein paar Wohnviertel entstehen lassen, habe das aber auch alles relativ zügig abgearbeitet. Also Gebäude gesetzt, Straßen gesetzt, auch noch ein paar Fußwege angelegt, Bäume gepflanzt, Texturen aufgepinselt und recht viel mehr wird da aber auch nicht mehr passieren. Also ich werde hier jetzt nicht mehr so megamäßig ins Detail gehen. Ich habe es ja gesagt, ich möchte einfach vorankommen. Da drüben habe ich nochmal ein kleines Fußballfeld hingepappt. Hier diese kleinen Wohnviertel, habe ich zumindest nochmal ein paar Hecken spendiert, damit das ein bisschen netter aussieht. Ein paar Fahrzeuge hingeparkt. Einiges hier noch, einige Lücken noch mit Bäumen aufgefüllt. Hier drüben dasselbe Spiel. Hier habe ich auch noch ein paar Hecken reingezogen um die Grundstücke herum. Und auch da gilt, recht viel mehr wird da wohl nicht mehr passieren. Ach ja, genau. Autotransportwaggons. Jetzt habe ich gerade, ich glaube, es war erst in der letzten Folge, wo ich euch das gezeigt habe, dass ich endlich gefunden habe, wo die Dinge einsortiert sind. Und prompt kam schon das nächste Set um die Ecke. Findet ihr in der Modwerkstatt. Direkt bei den neuesten Downloads. Modwerkstatt.com, glaube ich, oder .de. Das hier ist tatsächlich dem Autotransportzug nachempfunden, der nach Westerland auf Sylt verkehrt. Also der ist genauso zusammengestellt. Also außer der Lokomotive, die habe ich jetzt einfach hier mal auf die Anlage gebracht, weil ich die auch noch gar nicht benutzt habe, glaube ich, die 143, zumindest nicht in dieser RBH-Lackierung. Und das ist eben so, das ist eben dieser Autoreisezug, der über den Hindenburgdamm fährt. Ich glaube, mit einer Baureihe 218 müsste das, ist der in der Realität unterwegs. Ich glaube, das ist ja auch nicht elektrifiziert, die ganze Geschichte. Ich weiß es nicht genau. Ist ja auch egal. Aber das ist eben jetzt ein nagelneuer Autoreisezug. Und in der Beschreibung steht auch, also das sind quasi die Verladewaggons, ne? Also mit den Dingern kann man dann an die Autoverladestation, an die Laderampe dranfahren. Deswegen sind die hier vorne und hinten direkt am Zug dran gehängt. Genau. So sieht's aus. Habe ich hier sonst noch irgendwas übersehen? Ja, also ein bisschen Dekoarbeit. Ich habe es ja schon gesagt, überall eben die Axtzähler verteilt. Hier und da nochmal ein weiteres Sperrsignal ergänzt. Ich glaube, der Fußweg ist noch dazugekommen. Die Werbetafeln habe ich noch aufgestellt. Und das dürfte es auch so ziemlich gewesen sein. Dann gehen wir mal ein Stückchen weiter. Denn hier war ja noch längst nicht Schluss. Ja, da hatte ich dann auch die Qual der Wahl. Auf welche Strecke stürze ich mich jetzt zuerst? Hier splittet das Ganze ja so ein bisschen auf. Hier drüben, glaube ich, rollt der Güterverkehr Richtung Karlsberg runter. Das hier müsste die Schnellfahrstrecke sein. Und in diesem ganzen Bereich habe ich dann eben auch, wie ihr seht, schon mit Feldern und Wäldern gearbeitet. Genauso wie in der letzten Folge. Auch wieder mit unterschiedlichen Konfigurationen, unterschiedlichen Texturen. Die Dichte der Bäume habe ich immer so ein bisschen variiert, damit das Ganze halt nicht so gleichförmig aussieht. Und so kann man halt echt größere Bereiche schon sehr zufriedenstellend füllen. Hier ist nochmal ein bisschen mehr dazugekommen. Einfach hier nochmal, ich glaube, das ist eine Molkerei, habe ich hier aufgestellt. Und dann Straßennetz angeschlossen. Hier haben wir nochmal ein Zementwerk. Fand ich, hat ganz gut reingepasst hier in die ganze Ecke. Hier drüben habe ich nochmal einen Bauernhof hingestellt. Und diese ganze Rampe habe ich nochmal neu gebaut. Hat man, glaube ich, nicht gesehen in der Zeitraffer. Die sah wirklich furchtbar schrecklich aus vorher. Die habe ich einfach, das wollte ich einfach nur ganz schnell, möglichst schnell eben diese ganze Geschichte hier verbinden. Weil das ist halt auch die Güterhauptstrecke. Da laufen wirklich die Züge zwischen Karlsberg Güterbahnhof und Wien Güterbahnhof. Deswegen musste ich einfach diese Verbindung hier schließen. Und das war aber ursprünglich so, dass ich halt aufgrund von Kollisionsmeldungen ist es mir nicht gelungen, die Brücke hier besser hinzubekommen. Und die ist halt wirklich, die hat fast einen 90-Grad-Winkel hier, also so einen richtigen Knick gehabt. Und das hatte ich ursprünglich dann hier ungefähr auf der Höhe wieder eingefügt. Das sah natürlich ziemlich schrottig aus und jetzt, also so habe ich jetzt den Winkel etwas zufriedenstellender hinbekommen. Recht viel weiter in die Richtung konnte ich nicht gehen, weil dann kommt hier schon dieser Güterbahnhof. Und dann gibt es halt Kollisionsmeldungen. Aber ich denke mal, so kann man das schon machen. Und auch diese Rampe habe ich dann im Nachhinein nochmal entschärft, damit das nicht so steil ist. Und ich finde, so kann man es dann schon stehen lassen, die ganze Geschichte hier.
So, dann hier habe ich einfach weitläufig alles noch mit Wäldern, mit Bäumen aufgefüllt. Da hatten wir einfach noch viele grüne Flächen. Und halt viele Feld- und Forstwege noch ergänzt. Und auch damit bin ich relativ zufrieden. Und dann sind wir in diesem Bereich hier angelangt. Den habe ich soweit eigentlich schon ganz gut ausgearbeitet. Also dieses ganze Stück, da werde ich noch einmal so ein bisschen mit der kleinen Dekokiste drüber gehen. Und dann haben wir schon einiges geschafft. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht nach so wahnsinnig viel aussah in den letzten beiden Folgen. Aber das ist halt jetzt schon so der Lückenschluss. Also da ist es jetzt quasi von Österreich kommend Richtung Deutschland auch endlich mal halbwegs vernünftig zusammengewachsen. So. Und das bedeutet, dass ich hier dann auch bald das Kameratool auspacken kann und wirklich mal die ganze Strecke werde ich dann einfach abfilmen hier. Dann können wir hier nochmal kurz durchgehen. Bin ich auch nochmal drüber gegangen und habe einfach noch diverse Lücken gefüllt. Hier sieht man schon die Felder, die Plantagen hier, die Obstplantagen sind noch neu dazugekommen. Hier habe ich auch nochmal alles mit Bäumen aufgefüllt. Das war halt bislang einfach eine ziemlich grüne Fläche. Hier habe ich nochmal eine Viehweide entstehen lassen. Ist vielleicht ein bisschen groß geraten, da verlaufen sich die Kühe so ein bisschen. Aber das macht nichts, das passt schon. Hier natürlich die Variante mit dem Weidezaun gewählt. Das ist schon eine schöne Geschichte. So, also, habe ich jetzt noch irgendwas übersehen? Ach ja, dieses Areal, das ist jetzt auch schon eingeplant. Da kommt noch der Truppenübungsplatz hin. Also hier ist geplant. Ich muss mir einfach nochmal ein paar Real-Life-Bilder ansehen, wie sowas aufgebaut ist. Aber hier soll so das Kasernengelände hinkommen. Einfach, also schön mit dem Festungsbau wahrscheinlich, werde ich eine Mauer außen rumziehen. Vielleicht auch tatsächlich ein paar Wachtürme. Und innen drin eben dann so eine Art Kasernengelände mit Werkstätten und irgendwie Fahrzeugfuhrpark und so ein Zeug. Und hier wird dann einfach so ein Truppenübungsplatz entstehen. Und also ein paar Ideen habe ich schon, wie ich irgendwie so ein Kriegsspiel so ein bisschen darstellen könnte. Aber mal schauen, das wird wahrscheinlich jetzt nicht so mega cool werden, aber irgendwie so, ja. Ich habe ein paar Ideen und lasst euch einfach mal überraschen. Das wird auf jeden Fall auch noch hier umgesetzt werden. So, ja, dann sind wir eigentlich inhaltlich durch. Ich denke, ich habe alles soweit gezeigt, was ich zeigen wollte. Und dann würde ich sagen, hier kann ich gerade noch mal kurz draufhalten mit der Kamera, aber das hat man ja sowieso gesehen, in der Bastelzeitraffer ein weiteres Überwerfungsbauwerk, was hier nochmal entstanden ist. Genau, so sieht's aus. Ja, dann sage ich an der Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder ein wenig gefallen und wenn ihr Bock habt, dann schaltet doch beim nächsten Mal einfach wieder ein. Würde mich sehr freuen. Und ihr bekommt natürlich noch ein paar Kameratool-Aufnahmen hinten dran geschnibbelt. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.